Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schorns Whisky-Ecke. Und nach meinem Ausflug letzte Woche in die Speyside sind wir heute wieder mal auf Eila. Und da wollte ich euch eine Klassiker-Destille vorstellen, die ich mir schon lange mal vorgenommen hatte, nämlich die Laphroaig-Destille. Laphroaig liegt im Süden von der Insel Eila, also neben ehemals jetzt vielleicht wieder eröffnend Port Ellen und Ardbeg und Lagavulin und heißt übersetzt, also Laphroaig heißt übersetzt die Senke oder schöne Senke an der breiten Bucht auf Gälisch. So, Laphroaig ist 1815 gegründet worden von den Gebrüdern Johnston. Der Vater der Brüder hatte auf dem Destilleriegelände schon vorher eine Destille gebaut, betrieben, aus der dann später Lagavulin hervorgegangen ist. Und auf dem Gelände befand sich dann in den 1830ern, 40ern bis 1868 etwa noch eine andere Destillerie, die zunächst Kildalton hieß und dann später ganz einfach Eila Destillerie genannt worden ist. Die Destille blieb erstaunlicherweise über die Generationen bis 1954 durchgängig in Familienbesitz. Der letzte Eigentümer war Ian Hunter, ist ja ein bekannter Mann, nachdem jetzt eine Neuausgabe von Laphroaig, nämlich glaube ich ein 30-jähriger, benannt ist. Ja, und der starb dann 1954 und hat dann die Destille an seine langjährige Sekretärin, die Bessie Williamson, vermacht. Und die hat sie dann noch bis 1972 weiter betrieben. Das Eigentum selber der Destille ging aber schon 1967 auf Long John Distillers über, die dann weitergegeben worden oder übernommen worden ist von Allied to Mac und dann Pernod Ricard. Pernod Ricard musste aber die Destille dann aufgrund Kartellrechtsproblemen abgeben, musste sich also von ein paar Destillen trennen, dass da keine marktbeherrschende Stellung sozusagen entsteht. Und da hat sie also Laphroaig abgegeben an Beam Global und so ist sie dann wie auch heute noch seit 2014 im Konzern Suntory Beam integriert. Gut, also die Range von Laphroaig kann man eigentlich gar nicht alles aufzählen, was da alles für Spezialabfüllungen und so mittlerweile auf dem Markt sind. Also ich will jetzt mich beschränken auf die aktuellen. Da gibt es also den 10-jährigen Laphroaig. Den gibt es sowohl mit normaler Stärke als auch in Fassstärke. Dann gibt es die No Age Statement Whiskies Select. Das ist der Einsteiger sozusagen. Dann diesen Triple Wood, den Quarter Cask, den PX Cask. Dann gibt es noch ein Brodier in verschiedenen Batches jetzt die letzten Jahre, dann in Lore und dann gibt es natürlich noch die mit, abgesehen vom 10-Jährigen, auch noch mit Altersangabe, also es gab früher mal einen 15-Jährigen, den gibt es glaube ich jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt einen 16-Jährigen, den es nur über einen Online-Großhändler zu erwerben gibt. Dann gibt es noch den 18-Jährigen. 25, 27, 30 Jahre, also da ist die Bandbreite relativ groß, da kann man jetzt nicht alle nennen. Und dann gibt es einige wenige unabhängige Abfüllungen. Also da muss man Glück haben, um da zuzuschlagen. Natürlich Signature Vintage, ich habe jetzt gesehen, auch von Duncan Taylor gibt es noch eine Abfüllung. Also relativ rar auf dem Markt und dann natürlich auch entsprechend teuer. Aber jetzt vielleicht mal zu diesem Triple Wood. Der ist mit 48 Volumenprozenten abgefüllt worden.
Laphroaig färbt leider seine Whiskys. Ja, ob das Not tut, weiß ich nicht, aber machen sie es leider. Der ist aber zumindest mal nicht kühl gefiltert. Bei 48 ist es ja auch okay, muss man das nicht machen. Gereift wurde dieser Whisky zunächst mal in Ex-Bourbon Barrels, dann wurde umgefüllt in Quarter Casks, das sind also so kleinere Fässer, etwa 120 Liter, also Viertelfässer sozusagen. Diese Quarter Casks, die rühren noch aus einer Zeit, wo man also noch den Whisky in kleinen Fässern mit Eseln über Land transportiert hat. Da wurde also ein Fass rechts, ein Fass links und dann hatte der Esel oder das Maultier sein Gleichgewicht und mehr war also nicht auf den Esel zu packen, deswegen diese etwas kleineren Fässer. Und dieser Triple Wood, wie der Name schon sagt, ist also als drittes noch gefinisht oder nachgereift worden in Ex-Oloroso-Sherry-Fässern, habe ich gelesen. Das war wohl Oloroso. Jeweils wie lange findet man nichts. Jedenfalls weiß man, dass die Oloroso-Nachreifung in europäischen Ex-Sherry-Fässern stattgefunden hat, was dem Whisky dann natürlich entsprechend auch Würze und Eiche mitgegeben haben wird. Also man weiß weder, wie lange der Whisky in den einzelnen Fassarten gelegen hat, noch zum Gesamtalter des Whiskys. Ich kann da nur mutmaßen, ich schätze so irgendwas zwischen 8 bis 10 Jahre. Ja, aber da kann man nicht viel dazu sagen. Gut, dann wollen wir uns mal, auf der Dose steht jetzt nicht so groß was anderes drauf, da wird nochmal die Reifung erzählt, nicht kühl gefiltert, dass er ausflocken kann bei einer gewissen Kälte oder Kühlung. Mehr steht hier nicht drauf. Ja, ist eine ganz normale Standardflasche mit Grün. Mehr ist nicht. Dann zum Whisky jetzt. Ich habe den jetzt bestimmt schon vor 10 Minuten eingegossen. Also, kleine Anekdote noch. Wie immer, Laphroaig hat wie einige andere Destillen auch, aber eben erst, das ist relativ spät, 1994, das sogenannte Royal Warrant von Prinz Charles erhalten. Das ist also die Auszeichnung, dass sich die Destille königlicher Hoflieferant nennen darf. Das ist also bekannt von Royal Preglá oder Royal Lochnagar. Das sind so die zwei Destillen und Laphroaig. Ja, aufgrund des alten Namens hat man das jetzt nicht Royal Laphroaig genannt oder so. Das ist einfach bei Laphroaig geblieben. Aber es ist relativ spät. Da war also Prinz Charles selber vor Ort, hat die Destille dann auch später nochmal besucht in den 2000ern. Und so hat sie also auch das königliche Warrant. So, aber jetzt zum Whisky. Ja, also sofort ein für Laphroaig typischer Rauch, der also jetzt kein Lagerfeuerrauch ist, beileibe nicht, sondern ein eher medizinischer, phenolischer Torfrauch, der so Richtung Möbelpolitur, Desinfektionsmittel geht eher. Also das Torf, was die verwenden, kommen aus einem bestimmten Torffeld in der Gegend. Laphroaig hat sogar noch eigene Malting Floors, machen also selber noch, also darin selber noch in den Kilnen das Malz, aber eben nur zu einem gewissen Prozentsatz. Ich glaube, ich habe gelesen, 75% kommt trotzdem aus der Großmelzerei von Port Ellen, aber immerhin ein Gutteil. Das ist eher selten heutzutage, machen sie noch eigenes Malz auf den Darböden. Ja, mit der Zeit ist dann, gewöhnt sich die Nase dann an den Rauch. Da kommt dann auch noch sowas wie eine Frucht, sogar ansatzweise eine nicht mehr so helle Frucht. Und ein bisschen Eichenwürzigkeit durch. Aber der Rauch ist trotzdem nach wie vor im Vordergrund.
Ja, dann zum Wohl. Im Geschmack natürlich jetzt kräftig, aber der Alkohol ist wunderbar eingebunden, super, also brennt gar nicht auf der Zunge. Aber ich hatte jetzt auf dem ersten Schluck auf der Zunge schon erstaunlicherweise nicht nur Rauch, sondern Nussigkeit. Sowas wie, ja, wie so ein bisschen sogar geröstete Nüsse, so geröstete Mandeln, sowas in der Richtung. Der Rauch bleibt natürlich, kleidet den Mund aus. Also viel Vanille aus den Bourbonfässern ist jetzt nicht da. Also für meine Begriffe ist das ein nach wie vor phenolischer Rauch, aber nicht unangenehm für meine Begriffe. Und eine Fruchtigkeit, Nussigkeit. Natürlich aus den Oloroso Sherry Buds. Also, ist eine schöne Kombi. Der Abgang hält auch relativ lange an. Und es wird dann ein bisschen eichenwürziger im Nachhall. So ein bisschen Schokolade kommt dann noch durch. Zweiten Schluck eigentlich dasselbe. Die Nussigkeit und vielleicht sogar Kaffee. So eine Kaffeenote habe ich da noch. Relativ eigenartig, aber es ist sehr angenehm. Und jetzt im Nachgang doch erheblich Eichenwürze. Also mir gefällt er gut. Alkohol nicht zu spüren, obwohl 48%, aber es ist alles sehr gut abgeglichen, eingebunden. Also, ich bin begeistert von diesem Whisky. Also für Freunde des rauchigen Whiskys ist das ja geradezu ein Klassiker und Erfolg. Also ich bin ja dazu noch ein Freund, wenn sich Rauch mit Sherry verbindet, Früchte, Nussigkeit. Das ist also genau mein Ding, deswegen habe ich mir auch den Triple Wood ausgesucht und nicht jetzt den normalen 10-Jährigen, der natürlich auch seine Liebhaber ohne Ende hat. Aber ich dachte mir, ich nehme mal den und er hat mich, muss ich offen gestehen, überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin im Gegenteil recht angetan von dem Whisky, zumal er ein noch relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ist zwar immerhin ein Whisky ohne Altersangabe, aber dreifach gereift in drei verschiedenen Fässern mit 48 Volumenprozenten abgefüllt, nicht kühl gefiltert, also bei den Eckdaten. Da muss man schon suchen. Also der ist jetzt im Schnitt so 40 bis 45 Euro, wenn man Glück hat. Ich habe den letztes Jahr irgendwann im Angebot, glaube ich, für 31, 32 Euro geschossen, da war es natürlich, konnte ich einfach nicht widerstehen, aber selbst für 40, Anfang 40 ist das ein super Whisky, den jeder Rauchliebhaber, aber auch Sherry-Liebhaber zu schätzen wissen wird. Und also eine klare Kaufempfehlung aus meiner Sicht. Und das soll es für diese Woche wieder mal gewesen sein. Schreibt mir mal, wie ihr ihn findet. Der ist ja nun schon relativ lange auf dem Markt, deswegen wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der ihn schon mal hatte und seine Eindrücke mir vielleicht unten in den Kommentaren mal reinschreiben kann. Und dann würde ich mich wie immer über Likes und Abos freuen und wünsche euch ein schönes, gesundes, vor allem Wochenende und bis nächste Woche. Euer Schorn.